Ihr wollt wissen, wofür sich das hier überkreuzt? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, beim letzten Mal haben wir dieses Wunder... Da. Viel besser. Beim letzten Mal haben wir den ganzen Spaß hier gemacht. Müssen wir mal gucken, was müssen wir als nächstes beschließen. Also, am besten wäre natürlich, wenn wir hier erstmal auch noch eine Möglichkeit finden, den ganzen Kram reinzubringen, ne? Wir haben den ganzen Shit dahin. Ist alles... Ich habe eine Idee. Das wird ein bisschen abstrus, aber was heißt abstrus? Eigentlich wird das ziemlich straightforward. Wir gehen hier hin, hier hin, hier hin und hier hin. Oder kommt. Es ist ja vollkommen egal, was da rein, wo reinkommt. Hauptsache, es kommt rein. So. Und schon haben wir. Nein. Das schon mal soweit geregelt. So. Das Schlimme ist nur, eine Sache davon ist Uran. Das kommt von da ganz hinten. Wir müssen es unter die Decke packen, hier hin. So. Das wäre dieses. Dann haben wir den Punkt. Wir müssen uns mal überlegen, das Zeug, was hier rauskommt. Wir hatten ja den einen Rahmen da hingesetzt. Das muss ich auch noch fertig zu Ende ziehen. Halb so wild. Also, wir schnappen uns jetzt ab hier. Fusionat. Geht doch, wenn ich den so nah ansetze, oder? Okay. Dahin. So, da ziehen wir eben durch. Bis wir hin. Können wir nicht hinten runter gehen? Viel Spaß. Unten einleiten. Könnte sein, dass wir da den gleichen Kram machen müssen. Wir haben ja Gott sei Dank den Blueprint. Wenn ich quasi mit diesem Video zusammen meinem Satisfactory Calculator hochladen werde und dann den Link hier hinpacken. Es sei denn, ich kriege das irgendwie nicht hin. Also im Idealfall ist in der Videobeschreibung der Link zu dem Blueprint für den verdammt. Ja, ist das. Ach komm, hier und mach was. Für den Bus da unten. Ich Bus Manifold. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Funny's Manifold. Wird es sein. So. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr einfach mal, ja sowieso unten schon sucht nach dem entsprechenden Link, auch direkt mal auf Abonnieren klicken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das finde ich ganz, ganz toll. Würde mir mega helfen. Danke. So, den noch. Und zack. So. Die haben wir alle angeschlossen. Dann können wir das hier hinten runterleiten. Können wir das
Machen das hier hin. So. Dann geht's hier runter. Plumps. Hohohoho. War eng. Die Ecke geht. Ich war knapp. So, jetzt müssen wir. Hier könnte sogar eng werden. Wie machen wir das denn? Wie viel Platz habe ich gesagt, müssen wir lassen? Schauen wir mal. Das wird zu wenig sein. Nehmen wir so. Wenn er mir jetzt anzeigen würde, gut, das passt. Also wir gucken, dass wir den auf den Strich kriegen. Und zwar so. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nee, nicht Blaupausen. Wir wollen dahin und wollen. Reinsetzen. Den da reinsetzen. Okay, das passt alles. Sehr gut. Dann ziehen wir den Spaß jetzt einfach eben durch. Stellt sich mir nur die Frage, ist das hier. Tatsächlich wichtig. Das sieht gut aus. Oh Mann, ist das. Also hier ist ein bisschen eng geworden. Das dürfte passen. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt alles klappt hier. Und ich das nicht irgendwie daneben schiebe. Es ist gerade sehr viel Eyeballing. Aber bis jetzt sieht es ganz aus, hätte ich behauptet. Vorerst hätte ich das behauptet. Dann schauen wir mal weiter. So. Sind hier hinten angekommen. Und der Kollege hängt genau da, wo er hängen soll. Das gefällt mir schon mal. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Dann sagen wir wieder die 8. Das passt. Das passt. Also wenn es so bleibt, bin ich zufrieden. Aber dann kommen wir auch relativ schnell voran. So. Muss ich gleich nur noch die Stücke dazwischen verbinden und dann haben wir das auch hier unten.
Da ist noch das Zeug, was ich da oben baue, kommt hier unten rein, ne? Hab ich. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Schon wieder vergessen, was ich da oben mache. Wobei, das müsste die ummantelte Dingsbumszelle sein. Weil die brauchen wir ja auch für die Vampirs. Ich hätte mitzählen sollen, dann wäre es einfacher gewesen zu wissen, wie viel ich noch vor mir habe. Nein. Ja. Nein. Echt, den letzten habe ich verkackt. Echt jetzt? Es war so klar. Mindestens einer geht schief. Nee, nicht das da. Nicht das da. Das da. Und du. Du da auf gar keinen Fall. Und du hier auch nicht. Irgendwas. Oder. Taste gekommen. Das ist ein bisschen nervig manchmal. Also das wäre wirklich noch eine schöne Ergänzung. Ein Modus hierfür. Okay, die Steuerung. Ja, okay, hat verstanden, macht noch nicht. Demonstrieren? Demontieren. Und LMB ist nicht die mittlere Maustaste. Gott. So, die drei Teile. Danke. Blaupause. Nochmal da. So, die Höhe stimmt. Die Höhe stimmt. Nur noch hier die Stücke dazwischen setzen. Überall. Dann haben wir immer die zwei Räume jetzt fertig. Ich setze dann gleich noch irgendwie Strom oben dran. Müssen wir überlegen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir den ganzen Spaß stromtechnisch anbauen. Und wir haben ein kleines Problem. Ich habe 45 verschiedene Produkte, die wir machen, die ich auch entsprechend anschließen will. Beziehungsweise 45 Maschinenparks. Weil so schlimm ist das nicht. Ich kann nämlich eine Sorte hätte ich quasi auf zwei unterschiedlichen Maschinen. Das ist einmal hier auf den, wie heißen die, Partikel Acceleratoren, und das gleiche Zeug kann man nochmal anders bauen. Das habe ich auch beides gemacht. Die würde ich auch zusammen auf eine Sicherung packen, weswegen wir 44 haben. Das passt schon mal gut. Problem ist nur, von der Anordnung her, hätte ich 18 auf der einen Seite und 24 auf der anderen. Und das ist kacke. 18 auf der einen, 24 auf der anderen. Ich habe es auf jeden Fall so, dass ich ein paar auf die andere Seite rüberpacken muss. So. Du brauchst hier ummantelte Uranzelle. Die ummantelte Uralzelle kommt von dort.
einfach halber packen wir dich nach dort. Und zwar so. Und du kommst so. Dann gehst du bitte die. Du gehst tak, tak, 1, 2. So. Damit haben wir das Zeug auch schon drin. Perfekt. So, mal gucken, was brauchen wir hier eigentlich alles? Elektromagnetischer Steuerstab, Signalisator. Ach, du Scheiße. Ja, es wird lustig. Und wir gucken einmal, was wir da oben brauchen. Das ganze Zeug holen wir uns alles von da drüben. Warum habe ich eigentlich hier einen dran, aber einen zweiten noch nicht? Das setzen wir alles so hin. Mein erster Vorschlag für das Ganze wäre, jetzt, dass wir diese Maschinen hier fertig machen. Wir brauchen Uran, Quarzsand, Schwefel und Turbodraht. Schwefel bauen wir direkt ab, das kommt hinten irgendwo runter. Turbodraht haben wir in der Mitte, Uran haben wir ganz vorne und Quarzsand haben wir hier bei den Quarzsand haben wir hier. Quarzsand haben wir hier. Wohin geht der Quarzsand? In welche Richtung gehst du? Okay, du bist das Zeug, das hier rauskommt. Hier lang, gehst hier rum, gehst da lang. Aus Quarzsand? Da. Da kommst du hier an. Ich brauch dich da hinten. Das heißt, ich könnte den einen da wegmachen. So, dann hoffen wir einmal, dass wir dich so hier hochkriegen. Warum den Stress hier oben machen und das umbauen? Auf geschissen. Bis nach unten. So, da ist der Weg runter. Suchen wir uns jetzt irgendeinen aus. Muss da überlegen, von wo ich Schwefel kriege. Da hinten wird Schwefelsäure gemacht. Das heißt, da habe ich Schwefel. Wäre also gut, wenn ich 1 und 2 einmal Uran oder Schwefel, Uran und dann das Zeug. Das dritte war Turbodraht, ne? Wo krieg ich denn Turbodraht her? Turbodraht kommt von da oben irgendwo. Könnten wir dann auch überlegen, ob wir den vielleicht an die Decke setzen und dann nach oben lassen, ne? Okay, also ins dritte Loch.
So, und dann bitte. Nein. Du musst noch ein Stückchen weiter. Okay, Quarzsand erledigt. Jetzt schauen wir nochmal, wie das aussieht. Mit Uran haben wir in dem... Das muss hier über die ganze Runde gehen. Es war auch selten dämlich, das da hinten hinzusetzen. Wir verstrahlen hier alles, aber mein Gott, ist das halt so. So. Hier haben wir doch schon... Also hier kommt... Uran rein. Das wissen wir. Jetzt ist die Frage, wie haben wir das hier gemacht? Das geht da rein in beide Richtungen. Es geht nur in die Richtung. Ich muss das hier mal rausnehmen, sonst werde ich blockt. Okay. Uran geht hier rein und wird da dann verbraucht. Und zwar alles. Heißt, wir gehen hier weiter. Ist das untere von den beiden? Ja, und überall Uran rein. Das geht sogar bis hier hin. Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr gut gefällt, weil es kommt hier an. Jetzt ist nur die Frage. Ist der im Weg? Das ist doof. Machen wir jetzt. Wohin gehst du? Gehst da oben auch noch rein? Ah. Wir ziehen uns den Spaß hier hin. Ebene sein, ne? Das ist Uran. Dann bist du an die Decke oder am mittig ist schon mal gut. Das heißt, wir können uns hier. Wie sieht das da mit der Höhe aus? Wahrscheinlich total bescheuert, was ich hier mache. Auch optisch. Ja, geht nämlich schön schräg da hoch. Macht nichts. Basteln wir uns anders. Wir müssen ja nur wissen. Dahin. So. Okay. Es wird auch ein bisschen Spaghetti, aber organisierte Spaghetti, ergibt das Sinn? Wir hätten dich gerne hier hin.
So, das müsste jetzt mit dem zusammenpassen. Wo haben wir den Punkt, wo das ist? Da. Und dann da rein. So, damit hätten wir Uran da drin. Schwefel. Gucken wir jetzt erstmal nach dem Turbodraht. Die Zeit haben wir auch sowieso nicht mehr. Turbodraht wird auch nochmal interessant. Wo haben wir... Machst du mir hier Turbodraht? Du machst Turbodraht. Und gibst den Turbodraht dort runter. Dort gibst du den Turbodraht runter nach dahin. Du brauchst Turbodraht. Da habe ich wohl falsch geguckt. Ist dem nicht nach dahin. Es ist super, dass ich mir hier so schöne Löcher reingemacht habe. Du gibst das da hinten runter. Gibst du hier Turbodraht runter? Du brauchst Turbodraht. Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Also für euch nichts Neues. So, einmal hier rein. Das ist der Eingang. Das ist Ausgang. Ausgang ist... So, hier kommt Turbodraht runter. Hier kommt Turbodraht runter. Turbodraht geht darüber. Dort nach unten, in der Nähe von dem da. Geht bis hier runter. Hier. Hier. Ich habe doch gerade gesagt, da kommt Turbodraht runter. Also da kommt Turbodraht runter. Okay, oben kommt Kupferblech, da gehen wir mit Turbodraht runter. Mann. Was eine Aktion. So. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir uns welche Löcher hinsetzen können. Optimal wäre hier die Ecke, weil dann könnte ich hier genau durchgehen. Wir haben den. Puh. Verzeihung. Gehen da runter. Hier jetzt gucke, finde ich. Nein. Puh. Wo kommt der Spaß her? Entschuldigung. So.
Also. Geht da lang. Diese Ecke hier. Diese Ecke wäre dann entsprechend. Diese Ecke. Du musst da rauskommen. Warum kommst du da nur rein? Achso, weil ich auch noch nichts angeschlossen habe. Alles gut. Gleich hier soweit. Würde ich sagen, gehen wir da runter. Aber okay. Noch im Rahmen, würde ich sagen. Auf jeden Fall wissen wir dann schon mal, dass wir hier Turbodraht haben. Was ich dann aber auch schon wieder vergessen habe. Also, ne? Alles easy. Dafür ist es schön gerade geworden. Okay. 3 von 4 haben wir da schon mal angeschlossen. Da ist doch auch was. Schwefel müssen wir uns da hinten aus der Ecke holen. Und das leiten wir aber... Wie leiten wir das denn am besten? Eigentlich wäre ja gut, wenn wir mit dem Schwefel von dort kämen oder irgendwie jetzt hier entlang leiten. Oh, der ist 1 zu 1 hoch, sehe ich. Beziehungsweise, ah nee, der geht halt schräg hier rauf. Ja. Okay, damit kann ich leben. Alles gut. Wir holen uns den Schwefel. Den Schwefel natürlich auch hier einmal so umgehen lassen wieder. Ja, das machen wir. Irgendwie sowas wird das werden. Schauen wir mal, das ist dann quasi das fürs nächste Mal und dann schauen wir, dass wir da unten auch alles dran kriegen und dann, wir arbeiten uns langsam durch die ganzen Maschinen durch und ja, ich werde jetzt noch die Stromanschlüsse für die da unten eben machen und dann haben wir wenigstens die beiden Parks da oben schon mal soweit fertig und ich überlege immer noch, wie ich die ganzen Sachen am besten auf Schalter lege. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.